Kugeln auch mal direkt betteln kommt. Hier hin. Das ist schön hier so ausknuddeln. So hier. Schön ausknuddeln. Ungefähr. Wie du das alles immer machst, das ist Wahnsinn. Das ist sorgfältig irgendwie, weißt du? Naja, das liegt da einfach daran, weißt du? Ach so, ich habe schon gewundert. Weißt du? Hallo, gib mir bitte die Wasserwaage. Da brauchen wir die. Brauchen wir die Wasserwaage? Brauchen du die oder brauchen du nicht? Kupferdach. Ich muss sparen Geld und zu mir kommen. Mein Auge. Oder die machen es aber ab, wollen nicht korrekt. Bei euch wohl wird alles geklaut. Sag ich, da verfindet sogar. Gehen wir hier schön rund rum so. Ja Leute, wer von den Videos hier hat gesagt, Mensch, der Mogge hier, der zeigt ja viel. Und das freut mich sehr und so. Ja, dann ist es auch kein Problem. Auch in der Linksbeschreibung, in der Videobeschreibung, da ist ein Link drin, ganz unten. Kann man ruhig mal spenden. Da kann man ruhig mal eine kleine Spende abdrücken. Wie gestern habe ich euch schon wieder Spenden erhalten. Ja, du zeigst ja auch viel, ne? Weißt du? Ne, da freue ich mich. Und da danke ich auch nochmal denen, die da den Spenden-Button drücken und auch, weißt du? Danke dafür nochmal. Danke von ganzem Herzen. Jetzt wollen wir das reingehen, dann kriegen wir das nochmal aus. Schneid schon aber so. Ich geh schon auf die Knochen hier. Scheiße. Schiebenaht ist ganz wichtig zu machen. Machen viele nicht, obwohl du die Möglichkeit hast dazu. Sollte man das nicht machen. Verstehe ich nicht, weil ein Schiebenaht ist immer gut. Also ein Schiebestuhl, also ein Schiebeeinlauf. Weil du dort eben die Möglichkeit hast, unauffällig oder ohne Gummi eine Dehnung herzustellen. Weißt du? Wer das gut findet, schreibt es in die Kommentare, macht Herzrot ins Plus. Aber so ähnlich. Kann ich was anderes machen. Das war jetzt so als Beispiel. Jetzt nehmen wir das nochmal ein. Jetzt gucken wir uns das mal genau an. So passt mit meiner Dingsterbums da. Mit der Länge hier. Genau, das hat hin. Und jetzt können wir das noch ein bisschen verfeinern. Wenn wir sagen, okay, wir wollen es mal ein bisschen verfeinern.
Kann man auch so ein bisschen rund lutschen. Muss ich wieder hinknien. Kein Problem, gerne. Auf die kantigen Gerüstbalken hier. Umsetzen reicht nicht, da bin ich zu tief. Ich muss noch ein bisschen hergehen. Hier noch eine kleine Rundung dran. Ist ein bisschen rund, gleicher als die drüben auf der anderen Seite, weißt du? So, seht ihr das? Seht ihr das? Wie schön ich das umgezogen habe. So, und jetzt müssen wir natürlich das ganze Zeug noch anreifen ein bisschen. Das machen wir jetzt gleich. Anreifen mit der WW, Wasserpumpenzange. WWZ hat es hier. Und noch ein Strichchen. Ich will noch mal kurz rausziehen. Ich will dann auch noch das Fläche ein bisschen, das zeige ich euch gleich. Ich will dann auch noch mal die Rinne. Das zeige ich euch gleich. Das auf jeden Fall müssen wir hochbiegen, damit das unten nicht absteht. Das siehst du zwar jetzt nicht so durch den Kessel, aber das sieht dann auch blöd aus. Also jetzt tun wir das einfach hier mit der Wasserpumpenzange. Tun wir das, kann man eine andere Zange nehmen, tun wir das einfach rumbiegen hier, rumfalzen. Manche kloppen das einfach nur rum, ich finde das nicht in Ordnung. Kann man erstmal mit der Zange ein bisschen schön machen, so wie ich es jetzt gerade mache. Wenn es gefällt, schreibt es in den Kommentaren, macht es Herzrot zum Plus weg oder macht es Plus weg ins Herzrot oder das Plus rot ins Herz weg. Macht irgendwas. Weißt du, dann tun wir das schön. Warum machen wir diese Kante? Das ist eine sogenannte Tropfkante. Das heißt, das Wasser kann nicht an der Unterseite der Dachrinne zurückziehen, sondern tropft mit der umgelegten Kante um. Wer das nicht wusste, kannst du mal in die Kommentare schreiben. Ich habe es bei vielen auch noch nicht gesehen. Manche schneiden ein bisschen Loch ein, das war's. Jeder. Die sind die Schlimmsten, die da sowas erzählen, weil ist doch jeder, kann man so nichts abdecken. Das ist eine falsche Aussage. So, das biege ich dann immer noch ein bisschen ran hier. Ja, also im Gegensatz, damit der Druckpunkt entsteht, damit das hier nicht absteht. Zeige ich euch gleich im nächsten Video. Ach ne, dasselbe Video. Ach, da hat Sprüche drauf, ey, das ist Wahnsinn. So, und jetzt tun wir das gleich. Gut, das hätte ich jetzt auf Ort machen können. Ich kann es erstmal einhängen. Lass Spaß machen. Hängst das mal ein. Eier doch nicht so rum. Machen wir so. So. Zurück. So, dass das Ding so passt. So, jetzt gehen wir hier rein. Sehen wir hier, wie es so schön hier randrückt. Hier oben. Gehen wir sogar noch ein bisschen weiter. Machen wir raus. Hey, Fusche, bitte. Hier. Ein bisschen Vorspannung drauf geben. Und hinten auch hier. So. Wenn ich das dann hier einhänge, seht ihr, wie schön das, wie beschissen das. Ich hab jetzt bald gesagt. Wie beschissen das hier absteht. Und da kann man das auch noch ein bisschen runterschneiden. Das mache ich jetzt auch noch mal. Das zeige ich euch mit dem Video. Muss alles viel schöner aussehen. Wenn der Baujahr hochkommt, damit das dann sagt, Mensch, Nogu, das habt ihr aber schön gemacht. So sage ich dann, ich weiß. Weißt du? Dann gehen wir jetzt hier noch ein bisschen rum. So, machen wir schön rund und dann gehen wir hier so hoch und so. Weniger gagelt das. Ne? Die Kupferreste müssen wir da noch einsammeln. Dann machen wir das einfach noch ein bisschen machen. Muss immer ein bisschen schön aussehen. Nicht bloß schnell den Kasten eingebaut, den Meckerrand. Nee, Leute. Ein bisschen Zeit lassen. Ein bisschen mit Liebe. Mit Liebe zum Detail. Das können wir jetzt hier bitte anbiegen. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Dann schieben wir es da rein. Seht ihr das jetzt? Seht ihr das? Können wir so lassen. Können wir die Rinne erstmal ein. Wir können dort keine Lötnot machen. Also nicht, wir können jetzt dort Niede reinhauen oder irgendwas. Drüber hinknien. Schön die Beine einschlafen. Und jetzt ziehen wir uns das noch hier ein bisschen rum. Tropfkante kann man das jetzt hier oben noch ein bisschen rumziehen. Seht ihr das? Das ist schön harmonisch. Schön harmonisch übergeht ins Geschehen. Und sieht man es ähnlich, sagen die meisten.
Aber ich sehe es, wenn ich auf die Baustelle komme oder wenn ich mal eine Reparatur mache, dann sehe ich meistens Unheil und das kann nicht sein. Und darum arbeiten wir sorgfältig, genau, liebevoll, um einfach auch für den Kunden, der will doch für sein Geld auch was Schönes haben. Ne? Du willst doch auch, wenn du ein Auto kaufst, willst du natürlich das Auto haben und nicht irgendwo das Scheiße aussieht, sag ich jetzt mal, oder wo das Rad schon abfällt. Letzte Amtshandlung, schieben jetzt den Einlauf, Einhangstützen, Einlaufkessel, also wie ich es nenne, ausrichten nochmal aufs Fallrohr, dann hier hinten hoch, Fallrohr ist unten, so weit hin, ne, schön straff hochziehen, umlegen, so, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder wir legen es weiter um und schieben es nochmal hinten mit rein, schon gemacht, hey, so hier, hey, lass mal so rumbiegen, so, und dann kannst du das mit der Wasserpumpe zeigen, ich mache alles mit der Wasserpumpe zeigen, hey, schön hier rein hinten, das ist sehr schön, und dann wird das so schön zu, so, das ist da perfekt eingefallen. Kann nur schlecht gewechselt werden. Das ist ein Nachteil. Seht ihr das? So. Und jetzt hängen wir dann hier später das Treibblech ein. Hey? Das wird ja eingehangen und geht ja hoch. Hier haben wir ein sehr hohes Treibblech. Nützt sich auch. Ich muss das Gefälle von ganz hinten ein bisschen vorziehen. Das war halt ein bisschen umständlich. Jetzt gucken wir nochmal von oben rein. Wir freuen uns unsere Arbeit. Gucken wir nochmal von hier und von da. Früher war hier Zink dran. Das war's.